Sie haben auch ein Buch geschrieben, oder? Brutzeln mit Bublatt. Richtig, Herr Bunsen. Nimsen, Bimsen, Bumsen, Nomsen. Ich schreite hier ganz neue Wege. Hier geht es um experimentelle Küche. Das ist ja interessant, oder? Wir haben ja nicht so oft interessante Themen bei Volle Kanne. Wir gehen gleich auch noch rüber, gemeinsam in die Volle Kanne Küche und brutzeln ein bisschen. Ich freue mich drauf. Vorher haben wir aber noch folgende Themen für Sie. Tolle Terrakotta-Töpfe aus der Toskana selber töpfern und wir basteln uns ein Gästeklo aus Wellpappe. Praktisch. Brutzeln mit Bublatt, holla die Waldfee. Wie kommt denn der Wissenschaftsjournalist Bublatt in die Küche? Durch die Tür, Herr Ibsen. Nomsen. Nun, ich habe versucht, mich dem Thema Kochen einmal von der wissenschaftlichen Seite aus zu nähern. Die moderne Weltraumforschung hat eine Möglichkeit gefunden, Hühnchen auch von innen gar zu brutzeln. Der Wissenschaftler sagt dazu, Cross. Ha, crossartig, oder? Ich bin schon Feuer und Flamme. In wenigen Sekunden werden innerhalb des Hühnchens Temperaturen erreicht, die wir sonst nur von der Venusoberfläche kennen. Oder aus dem Krematorium, oder? Für die ZDF-Zuschauer. Switch.